was in diesem Video passieren wird. Er hat Felix also gefragt, ja, was hast du denn gegen Nazis? Also, Digga, ja, ich hab Felix, also Philo, gesagt, was er gegen Nazis hat. Safe. Sollen wir reingehen? Sollen wir reingehen, Chat? Leute kommen ja im Nachhinein einfach rein. Digga, mal schauen, was wird. Ich weiß nicht mal, ob wir das zu Ende schauen, aber halt ein bisschen. Ich will sehen, warum Leute darauf haten. Weil ich war da ernst nett. Ja, komm, schauen wir. Wir gehen jetzt erstmal rein. Es gibt ein neues Blind Date Video mit einem, wie ich finde, sehr unsympathischen Gast. So in die Reaction zu gehen, finde ich nicht so okay, aber okay. Bis jetzt noch nichts Gutes von dem gesehen. Das, ja, der hat es auch nicht geschaut wahrscheinlich. Das ist meine Meinung so. Ich glaube, der kommt da irgendwie aus dieser Jasper-CD-Bubble. Oh mein Gott. Ich komme aus der Jasper-CD-Bubble. Lieber Tabex, ich bin die Jasper-CD-Bubble, Bro. Ich und Jasper sind gleichzeitig so hochgegangen. Er sagt, ich komme aus Jasper, der Lil Bro nicht. Ich habe mir schon ein paar Kommentare durchgelesen. Also das Feedback da ist auch crazy auf die Folge. Die Folge wird wahrscheinlich sogar die von Philo ablösen. Also dagegen ist das Ding von Philo, wo so Leute rumgeheult haben, ist das halt wirklich an Sympathie nicht. Der hat nicht mal reingeschaut, der sagt, dass meine Folge Arsch wird. Hä? Ich verstehe solche Leute nicht. Zu übertreffen. Ja, Mann, es wird ein sehr... Hätte ich auf seine Folge reagiert, wenn er überhaupt eine hat oder eine haben würde, hätte ich sowas nicht gesagt. Ich hätte einfach so auf den reagiert. Aber da gehen wir rein, ich bin mal gespannt, wie er sich macht. Das Geile ist bei ihm, ich finde bei ihm immer geil, so, er macht immer so auf Playboy und boah, ja, Mann. Ich mache auf Playboy. Chat, wann ist man ein Playboy, Chat? Mach ich auf Playboy. Entweder man ist es oder man ist es nicht. So, auf den. Playboy, so nach Definition, ist einer, der mit vielen Chias halt was hat. Und wenn man mit vielen Chias was hat, macht man auf Playboy oder ist man ein Playboy? Sag ja nicht, dass es hart ist oder nicht hart ist, ein Playboy zu sein. Ich sag nur, so auf den. Das ist so, als würde ich sagen, er macht doch fett. Auf den. Mann, ich bin der krasseste Rizzler und so. Aber wenn er denn so Frauen gegenübersteht, ist der so voll schüchtern und guckt auf den Boden. Der war schon mal bei so einer Folge. Keine Ahnung, wir gucken einfach mal rein und wenn Kacke ist, dann gehen wir einfach raus, gucken was anderes. Ja, keine Ahnung. Bro, wie gesagt, ich kann mit dem nichts anfangen, aber ey, vielleicht ist es ja entertaining, wa? Warum sagt man sowas, Chat? Erklärt mir mal bitte, warum man sowas sagt. Ich kann mit dem nichts anfangen. Selbst wenn ich ihn so anschaue, ne? Ist ja gar nicht so der Type of Typ, mit dem ich befreundet wäre. Also kein Freund von mir sieht so ausmäßig. Aber ich schließe ihn jetzt nicht aus oder so. Weißt du, was ich meine? Warum sagt man sowas? Stimme tot? Ja, was soll ich machen? Soll ich auf Speed-Up machen? Ich mache auf Speed-Up, Chat. 1, 2, 3. Willkommen zu diesem Video. Ah, ja, rock wieder den Polunder, klar. Der Vorhang ist leider... Der wird auf dieses Intro haten, safe. Keine. Obwohl ich da nichts tue. Umgedrehte Werbung, checkt ihr? Ich stelle euch natürlich jetzt den Kandidat erst. Jetzt bin ich mal gespannt. Darf ich vorstellen, das ist Bachelor Baby. Falls ihr ihm nicht zufällig auf dem Privatjet-Landeplatz begegnet seid, dann vielleicht auf eurer TikTok For You-Page. Wenn deine Chair Clubbesitzer kennt, dann ist sie eine Dot. Werf die weg. Wie, Digga, er ist so cringe, ne? Ich finde den so geil unangenehm. Warum ist das cringe? Wie in diesem Video ersichtlich, hat der Bachelor bekanntlich viele Chayas. Golfen ist was für Reiche und Belvedere-Flaschen sind was für Macht. Das ist eine Grey Goose. Und ich war einfach golfen, einfach so. Er hat mich schon gefickt, dieser Typ am Anfang, aber ich check, das ist einfach lustiger, wenn man das so sagt. Das ist so, das Geile bei ihm, finde ich, man checkt so, dass er diese Rolle spielt, so, also der übertreibt es halt obvious, aber er ist so, ich glaube, das ist in Real Life so richtig schüchterner kleiner Junge einfach. Aber der will unbedingt so dieser Playboy sein, der viel Kohle hat, der so reich ist. Das ist so, weiß ich, ich finde das so unangenehm. Sei doch einfach du selber, Bro. Sei doch einfach du selber, mach doch einfach dein Ding, sei doch einfach sympathisch und benimm dich nicht wie ein Dödel. Ach. Wo benehme ich mich schlecht? Der strahlt maximale Beta-Energie aus. Ja, aber guck, ey, vielleicht beweist er sich auch in dem Video. Also wenn ich mir so... Irgend so ein Random aus der Chat sagt, ich strahle Beta-Energie aus. Überhaupt so ein Wort zu benutzen, ist wirklich Hölle. Nein, Bro. Ich will natürlich jetzt irgendwie das nicht vorab nehmen, aber wenn ich mir so die Kommentare angucke, der Bre schiebt ja anders Filme. Warum guckt er sich Kommentare an, bevor er schaut? Findet er alles gar nicht witzig bei den letzten Mädels. Auch nach Dreierfragen, aber nur mit einem anderen Girl. Wenn er sich, guck mal, okay, Kommentare lesen, okay. Wenn er aber wirklich so jetzt so zustimmt und sagt, oh, wenn dieser Kommentar das sagt, dann muss es stimmen, dann ist es tot. Der gibt mir richtige Bad Vibes und die Mädels dafür schämen, dass sie mit 1,70 zu groß sind. Bro, die sind so hübsch. Die sind gar nicht deine Liga. Na, Digga, 1,70 zu groß. Ich glaube, der ist einfach zu lütt. Sag ich, wie es ist. Sadu, bitte lad nie wieder solche Gäste ein. Oh mein Gott, der macht das wirklich, was ich gerade gesagt habe. Eine Idioten-Chair schreibt in den Kommentaren, dass ich Chairs, die 1,70 sind, zu groß finde. Und der glaubt das einfach. Ich habe das nicht mal gesagt. Diese Chaya da, die so groß war wie ich, die 1,72 groß ist. Die war nicht 1,72 groß. Und selbst wenn, das ist doch Präferenz. Die schlechteste Folge bisher. Tschüss. Die Leute sind so pissed. Ich finde die Folge sehr respektlos. Für mich überraschend, dass du solchen Aussagen eine Plattform bietest, Sado. Und zweitens... Was hatte ich für eine Aussage?
Was habe ich für Aussagen gebracht? Ich habe immer nur von mir persönlich geredet. Darstellung zu gewissen Aussagen beziehst. Manchmal sollte man sich mehr Gedanken darüber machen, wen man als Gast einlädt. Großes Kompliment an die Mädels, die so ruhig geblieben sind. Einfach respektlos, wie oft er die unterbrochen hat. Boah, Digga, der hat ja richtig reingeschissen. Der hat ja richtiges Anti-Riss an den Tag gelegt. Oh mein Gott. Das ist ja geil. Mo, danke für dein Prime. Anti-Riss? Wie alt ist der Chat? Guck mal, ich finde das geil. Alleine wie er da steht. Hatet der, wie ich stehe? Da sieht man nicht mal meine Pinguin-Position. Ja. Also das Ding ist, guck mal. Sorry. Bei mir, ich weiß zum Beispiel. Nächstes Mal, ich sitze. Ich bin ein richtiger NPC, ne? Wenn ich weiß, bei mir sind Kameras und so. Ich bin. Er hat ein Papa-Platte-Shirt an, bruh. Da steht Omega-Lul drauf. Ich bin eigentlich so, ich liebe dieses Stream-Ding, aber ich bin wirklich eigentlich ein schüchterner Typ, auch wenn ihr nicht glaubt. So, und ich stehe auch immer wie ein absoluter NPC. Guck mal, ich stehe dann so irgendwie oder spiele so mit dem Handy rum und so. Er steht wie ein NPC. Was heißt stehen wie ein NPC-Chat? Ich hab einen Gamer-Buckel, aber ich weiß, dass ich ein NPC bin, checkt ihr? Und ich versuche das nicht. Wo stehe ich so mit Handy und hab Gamer-Buckel? Irgendwie mit Alpha, mit so Alpha-Energy zu überspielen. Ich hab doch nix mit Alpha. Ich hab noch nie in meinem Leben Alpha zu mir gesagt. Spielen oder so. Ich weiß, ich bin ein NPC und das lebe ich auch voll aus. Und das ist voll in Ordnung. Ich bin kein Supermodel, ich sehe nicht krass aus. Ich bin nicht super reich oder whatever. Ich bin fucking NPC und das ist auch okay, Digga. Aber ich finde, bei ihm sieht man das. Er ist schüchtern und er hat diesen Vibe, so diese Hände in die Taschen. Aber er will so oft gespielt cool sein und ich, auch so wie er. Wie? Ich stehe nur. Ich hab nur Hallo gesagt und Hand gegeben. Rede so. Oh, hell, na, das ist ja hella brazy. Das hab ich nicht mal gesagt. Boah, oh, ain't no way, damn. Ich find so, wie er redet, das ist einfach cringe, Bruder. Man sieht so, dass das einfach so eine Fassade ist irgendwie. Ja, im Stream. Hast du Bock? Ich hab nur Hallo gesagt und Hand gegeben. Ich stehe auch immer wie ein Bot. Ja, ist ja auch nicht schlimm, aber, Digga, das wäre, guck mal, stellt euch vor, Chat, wenn ich jetzt so auf Überplayer machen würde, wie cringe. Wie cringe. Er hat ein bisschen volleres Haar, das muss ich ihm lassen. Single ist die. Digga, warum ist jetzt auf meinen Dick? Wichtigste Frage. Ja, ich bin Single, ja. Ja? Ja, ja. Sehr wichtig, manche sind. Er sagt bisschen volleres. Hast du letztes Jahr Philos Diskussion mit dem und seiner Bubble mitbekommen? Oh. Über Homophobie und so weiter. Die haben voll gegen Schwule Homophobie, sagt er. Bevor er jetzt irgendeine Scheiße labert. Das Einzige, was ich da gesagt habe, ist, ich habe gesagt, Schwule sollen machen, was sie wollen. Aber mich nervt's an diesen Paraden, dass die mit Kindern da abhängen und sich da in erotischen Kostümen sich da bekleiden. Hundekostüme mit Arsch raus, mit Penis, mit sonst was, mit Peitschen, solche Sachen. Könnt ihr alles machen. Aber macht das doch einfach zu Hause oder so. Ihr müsst ja nicht mit Kindern da stehen, in irgendwelchen erotischen Kostümen so. Jetzt, ich weiß, Bro, deswegen auch ganz, ganz weite Distanz. Ich will ihm eigentlich auch gar keine Plattform geben, aber das hat Zeddo schon gemacht. Hä? Ich hab von Anfang an gesagt, ich finde, das ist ein Dulli. Das ist die, also Philo hat... Warum bin ich ein Dulli, Bro? Du bist einfach nur in dem Video gekommen. Und ich stehe da und hab Hallo gesagt. Die da in dieser Konversation waren, ist das Ding noch online? Kann man da actually reingucken? Bruder, der hat so weird argumentiert. Die waren irgendwie mit diesem Jasper, er, die waren irgendwie in so einem Discord-Call, in so einer Diskussion. Und Felix musste dann, also Felix hat die 1 gegen 5 oder wie viele die waren. Hat oh mein Gott. Oh mein Gott, wie er das draggt. Ich und Jasper waren da aus Spaß drin. Die komplett platt gemacht und so wie ich das mich daran erinnern kann, meinten die irgendwie, ja, homosexuell zu sein ist nicht normal und so, also ganz, 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 ganz komisch und ich glaube... Er will dir eigentlich keine Plattform geben, aber reagiert. Er hat Felix also gefragt, ja, was hast du denn gegen Nazis und so, Digga? Ja, ich hab Felix, also Philo gesagt, was er gegen Nazis hat, safe. Safe hab ich das gesagt, Chat, oder? Erstens, das war Type und es war ein dummer Call von ihm. Ich chill auch nicht mehr mit Type, weil er macht manchmal so dumme Sachen. Und zweitens, oh, so ich verstehe, wenn man das Trash findet, aber der meinte das ironisch so. Aber okay, kann ich geben. Aber warum wird das auf mich geworfen? Ich habe das nicht gesagt. Das ist ich habe nicht mal dazu genickt. Ich habe höchstens so gemacht. Völlig eskaliert. Aber Felix hat die so stumpf an die Wand argumentiert. Richtig geil. Das hat Felix richtig krass gemacht. Keine Ahnung. Und jetzt irgendwie chillt er irgendwie bei... Wer zum Fick ist Zabex? Papa Platte Freund... Philo, Freund und so. Philo hat auf mein Blind Date reagiert und er meinte, es ist cool gewesen. Er hat nicht einmal auf mich gehatet, nicht ein einziges Mal. Ich habe mir das angeschaut. Ich verstehe nicht, die sind gut befreundet. Sein Homie Philo folgt mir auf IG, hat mit mir geschrieben, hat darauf reagiert, hat nichts Schlimmes dazu gesagt und er greift irgendwelche Sachen raus. Bei Philo im Chat und ich weiß auch nicht, Bro. Ich halte mich von den Meilen weit fern, ich will mit denen absolut... Und sein Chat stimmt ihm dann zu. Bei mir im Chat hätte ich so eine Scheiße gelabert und Leute aus dem Chat würden diesen Clip halt kennen, die würden sagen, Bro, das Bachelor hat nichts mit Nazis oder so gesagt, was laberst du? Bei ihm im Chat, alle sagen, ja, Facts, Facts, Nazi, hä? The fuck? Gar nichts zu tun haben, ich finde die ganze Bubble, wie die sagen würden, hella weird, hella cringe.
Deswegen, ich muss sogar zugeben, ich finde seinen Style, den Hoodie zumindest finde ich fresh. Was das hier soll mit diesen Price-Tags da an der Hose, vielleicht ist das aber auch... Oh mein Gott, okay, ich verstehe, wenn er das hatet so, aber wenn du dich nicht auskennst, warum redest du dann so? Vielleicht bin ich da auch zu alt für. Das ist kein Price-Tag, das ist aus Stoff. Würde ich das wegmachen, dann wäre die Hose von 300, 400 Euro auf, keine Ahnung, 50 Euro. Man könnte nicht mal argumentieren, dass sie echt ist. Aber so diese ganze Art und Weise, wie er sich gibt, finde ich weird. Und zu sagen, also so zu so einem Dreh zu kommen, zu sagen, er steht auf Schickimicki, finde ich auch crazy, Digga. Hä? Ich trage ein Hoodie, weil es halt ein bisschen kälter war. Ein MCM-Gürtel. MCM ist, glaube ich, Schickimicki. Designer. Designer-Jeans. Keine Jogginghose oder so. Und Vans. So, okay, das ist jetzt nicht Schickimicki mit Kostüm und so, aber ich bin auch nicht in den Trainingsanzug gekommen. Was labert der? Schickimicki, meinst du so diese... Ja, wenn es warm ist, keine Schuhe. Wäre ich in Anzug gekommen, hätte er dann gesagt, oh, guck mal, wie er das portrayen will, dass er him ist. Guck mal, wie er so tun will, als ob er dieser Alpha-Mann ist. Ich schwöre auf alles. Ist das in, diese Price-Tags? Ich finde, das sieht überkacke aus. Das sieht aus, als wenn er sich diese Hose, das ist so eine Markenhose, und der hat die sich extra für den Dreh gekauft, lässt aber das Price-Tag dran, damit er es nach dem Dreh wieder zurückgeben kann, weil er gerade nicht liquide ist. Was ja? Guck mal, ich check nicht, ne? Der sagt, ich bin ein unsympathischer Gast und sowas, aber ich würde mich niemals über jemanden lustig machen, dass er broke ist. Erstens, das stimmt nicht mal, ich habe die Hose seit Monaten. Zweitens, selbst wenn ich das gemacht hätte, weil ich die Hose cool finde und ich will die zurückbringen dann, wo ist das schlimm? Selbst wenn jemand kein Geld dafür hat, um das zu besitzen über längere Zeit, wo ist das schlimm? Ist das schlimm, dass manche Leute nicht so viel Geld haben oder wie? Ist ja nicht schlimm mehr, ne? Aber deswegen sage ich ja, zu sich selber stehen. Custom, dicke Schnürsenkel. Ja, die habe ich zugeschickt bekommen. Shoutout an die. Okay, ja, du, wer es mag. Das sind so Vans. Guck mal, der hatet meinen ganzen Klamottenstil. Okay, Bro. Wenn es dir nicht gefällt, cool, aber du brauchst jetzt nicht zu dragen. Aber so besondere und... Ich werde Klettverschluss wieder cool machen. Ich glaube, ich werde mir von Deichmann Klettverschlussschuhe kaufen und... gut, das ist halt heller goofy, ne? Warum sind Vans goofy? Heller goofy. Und dazu haben die noch diese dicke... Warum ist das goofy jetzt? Lace, das finde ich cool. Ich check das. Richtig. Was trägt er? Ich will das sieht cool aus. Ich will mal wissen, was er trägt, wenn das so goofy ist. Hier macht er irgend so eine Zesty-Ass-Pose. PQs. Hölle, nein. Ist das diese aus Pik und Kloppenburg einfach? Hier trägt er Weihnachtenklamotten. Pekus. Warum beschwert er sich jetzt über meinen Klamottenstil? Ist das Bruce Drop 'em Off oder ist das Zabex? Was trägt er so cooles? Ich versteh's nicht. Sag mal, fühl ich. Jazzy. Reezy represent. Oh mein Gott. Morton represent. Reezy hat das nicht gewollt, Bro. Rin auch, aber ich finde das auch eine schwere Frage, wenn mich jemand fragen würde, was für Musik hört, ich könnte darauf keine Antwort geben. Das ist keine schwere Frage, du hast einfach keinen Geschmack, Bro. Du kannst auch, wenn du keinen Geschmack hast, ist es auch nicht verwerflich, kannst du auch sagen, ich habe einfach keinen Musikgeschmack, ich höre einfach alles. Das ist auch okay, Bro. Oder manchmal sehe ich, keine Ahnung, höre ich die meisten Songs in meiner Playlist, kenne ich von TikTok, weil ich die cool fand. Oh mein Gott. Ich pack die da rein. Reezy, Luciano, ja, genau. Also SpongeBob, sowas. Oh mein Gott. Ja. Ich check, du bist auf Drake hat einen unglaublich großen Twitch. Penis. Was zum Fick? Ja, ich muss mal in die Ami-Rap-Playlist. Der sagt, Drake hat einen großen Penis, Bro. Okay, Drake hätte es nicht gewollt. Von Coco reinhören. Ich habe auch im Moment viel so Ami-Rap in meiner Playlist, aber ich könnte jetzt... Oh mein Gott. Ich will gar nicht wissen, was er für Ami-Rap hört, Chat. Er hört diese... Okay, I pull up. After party. Einen Künstler nennen oder so. Die ich finde Travis Scott cool, aber den findet, glaube ich, jeder cool. Chat, der findet Travis Scott cool. So, da feiere ich viele Songs. So Post Malone, finde ich, hat ein paar Banger. So. Ah, okay. Die mir Kenneth gezeigt hat. Aber keine Ahnung, Bro. Ich bin, glaube ich, einfach ein NPC in so Sachen. Yeet finde ich auch geil. Oh! Ist Jasper noch hier drin? Der findet Yeet geil. Ist Yeet cool? Yeet ist cool, right? Yeet hätte es nicht gewollt. Definitiv nicht. Das ist crazy. Boah. Obwohl es meine Präferenz ist. Are you go, girl? You go, girl. Was? So nämlich. Und das ist ihr verfickt nochmal gutes Recht. Oh. Okay, Bro. Er dragt. Er tut so, als ob ich sie an eine Leash halte, Bro. Aber damit kommt das blöde Ego nicht klar. Damit kommt er nicht klar, weil sie könnt ihn ja betrügen. Ja, Bro. Genau. Deswegen. Ich sollte es gut finden, dass Frauen, also wenn eine Frau, die ich liebe, mit mir zusammen ist, mit irgendwelchen anderen Leuten dann feiern geht. Und feiern gehen ist ja Alkohol trinken, jeder ist leicht bekleidet und so. Das ist schon dieser sexuelle Vibe die ganze Zeit. Selbst wenn meine Frau nichts mit irgendjemand was hat, selbst wenn einer sie so sexualisiert, das wird ja trotzdem stören. Das ist ja meine, so, das ist mein Ding, nicht deins.
Ja, und ohne seine Erlaubnis geht das natürlich gar nicht fit. Das ist so geil. Ich muss mir angewöhnen, so wie er zu reden. Ja, mal angenommen. Wir werden zusammen. Warum macht der so Schmatzer Kaugummi? Ich habe nicht mal Kaugummi drin. Ich rede nicht mal so langsam. Malle Girl. Wenn wir zusammen... Ja, sorry, dass ich mir ihr Namen, dass ihr Namen nicht kenne, Bro. Sorry. Werden. Hella Brazy. Würdest du ohne mich nach Malle fliegen? Bist du so, lässt deine Frau nicht allein im Urlaub? Das ist crazy, Malle. Also wenn du bekommst... Boah, das ist crazy cringe, das nicht zu tun. Ja, Mann. Sehr cringe, dass ich es nicht gut finde, dass meine Frau alleine im Urlaub geht, ohne mich. Digga, das Ding ist, hä? Ich wurde auch eingeladen, dieses Jahr zum Malle-Opening mitzukommen. Und Julia hat gesagt, Digga, mach doch so, da ist doch cool, kannst du connecten, so kannst du eine geile Zeit haben. Also meine Freundin sagt sogar zu mir, mach das doch, aber ich habe von mir keinen Bock, weil ich dieses, ist mir zu anstrengend, schaffe ich nicht, habe ich keine Kraft für. Aber hat mich sogar zu so einer Blind-Date-Folge gehen lassen, weil, ja, Digga, hä? Wenn Julia jetzt sagt, ja, ich will mit meinen Freundinnen in den Urlaub fliegen eine Woche, Digga, mach doch. So, hä? Jetzt aber, wir reden. Cool, Bro, du bist so cool und besonders cool, Bro, cool. Ja, gerade schon über die. Ja, da hat man halt Vertrauen, das war übel die Small. Ja, wenn man. Cool, Bro. Dick Energy, wenn man davor Angst hat. Little Dick Energy, Bro. Du hast gerade eben Drake sein Schwanz gelutscht, Bro. Ich meine, ich war. Du hast gesagt, Drake hat so einen riesen Dick. Das ist Big Dick Energy, Bro, natürlich. Früher auch so, als ich, keine Ahnung, so 20 war oder 21. Ich war auch sehr eifersüchtig. Ich habe immer so. Ich war nicht toxisch, glaube ich, aber ich hatte einfach ein übel geringes Selbstwertgefühl. Und ich dachte so damals zu meinen Freunden, ey, wenn die feiern geht, da sind doch tausende Typen, die geiler sind als ich und so. Aber das ist halt einfach, das weiß ich, je älter man wird und so, und desto mehr man sich nachher selber zu lieben lernt, desto mehr Selbstwertgefühl man bekommt, desto egaler wird das, Bro. Mir war auch vor Jahren, waren mir immer so Sachen wie Bodycount und so wichtig, weil ich einfach, Digga, ich hab Bodycount von 3, ich werd 26 und das ist vollkommen... Oh mein Gott. Bitte, ich schäme dich nicht dafür. Hab so viel Bodycount, wie du willst, kannst auch 0 haben von mir aus. Aber dann red doch nicht über solche Sachen, so, ja, mit Frauen sollst du so machen. Du hast nicht mal die Erfahrung, Bro, sowas zu reden. Fein, und früher war das so, ah fuck, der hat so eine höhere Bodycount als ich, wahrscheinlich bin ich voll kacke für die und so, jeder hat, war, also checkt ihr, was ich meine, aber ich war halt einfach jung und irgendwann bist du reflektiert und irgendwann checkst du einfach, wie banal und dämlich das ist und ich glaube, der ist doch so auf diesem Film, weil der einfach wenig Selbstwertgefühl hat, I guess. Ballermann. Aber gut. Ja, mir ist mittlerweile auch, juck, wirklich nicht, aber man wird halt auch älter, ne, das ist ja das Ding. Das ist krass. Das ist, also, ja, sorry, Bro, sorry, dass ich so Handzeichen mache, um nett zu sein und nicht zu sagen, laut, Techno voll ass. Damit zeige ich ja, dass ich das nicht so feier. Das ist ein, die machen ja ein Battle. Die wollen ja weiterkommen. Würde ich dann sagen, Techno's ass. Die nächste, die Techno hört, wird dann Techno nicht mehr sagen. Checkst du? Was ist das, Bruder? Auf einmal Pantomime oder was? Okay, Nummer 4. Okay, also ich höre echt wirklich alles, was. Und, sorry, Bro, dass ich falsch gehört habe. Von 8 Meter Entfernung oder so, Bro. Und hinten ein Vorhang, ein Mädchen, die so ein Mikrofon nuschelt, Bro. Es tut mir so leid. Ey, ich finde die Schuhe hella fresh. Hella, was sagen die immer so? Hella brazy, hella. Oh mein Gott. Wir sagen das nicht. Fresh. Nah, Bro, damn, die Schuhe sind fresh. Und den, also Rest halt eher. Was daran schlimm, fresh zu sagen? Das Ding ist, Chado checkt so ein bisschen, aber Zabex Ass versucht nicht mal zu checken, der hatet nur. Chado stimmt mir bei allem zu, was ich im Video gesagt habe, zumindest. In seinem Video, wo ich drin bin mit ihm. Er hat noch nie gesagt, ey, das geht gar nicht oder ey, ich bin anderer Meinung. Er hat allem zugestimmt, weil das ist auch normal, was ich gesagt habe. Und wenn es nicht normal ist, dann ist meine Meinung und meine Präferenz so. Ich werde mich jetzt nicht ändern für Zabex, bruh. Ja, wer? Ich glaube, den kennt man nicht so. Dino? Ich dachte, die sind ausgestorben. Geil gemacht. Da war ich auch nicht so wirklich. Er redet über Corny sein. Guck mal, was er macht, Dicker. Bro, du bist nicht 15 oder so. Nein, so fette Schuhe bei Mädchen so. Was ist daran überhaupt lustig, sowas zu machen, Bro? Das ist nicht mal lustig. 5 ist okay, aber ich gehe. Er kann nicht sagen, fette Schuhe bei Mädchen sind nicht so seins, aber er hat fucking Schnürsenkel mit einem Durchmesser von Feuerwehrschläuchen, Bro. Was labert er? Meine Schuhe sind nicht mal fett, erstens. Vielleicht die Schnürsenkel. Aber Bro, es ist immer noch meine Präferenz. Ich sag ja bei Mädchen. Bin ich ein Mädchen oder was? Bei Mädchen finde ich das schlimm. Dann kann ich ja sagen, ich mag bei Mädchen Röcke und dann sagt er so, aber du trägst selber keine Röcke. Hä? Das ist bei Mädchen. Mädchen und Jungs sind nicht das Gleiche, Bro. Er sagt, fette Schuhe bei Mädels sind nicht seins, aber seine Schnürsenkel könnten legit Drake Schwanz sein. Was labert er? Okay. Was geht ab? Alles gut? Du bist fresh, aber. Ja. Wie alt bist du? 20. Warum macht er das jetzt mit den Hanteln? 22. Okay, er ist 20, Bro. Der macht sich noch. Der wird noch. Der ist 20 Jahre alt, der ist noch lütt. Ich glaube, ich war in dem Alter auch so cringe drauf. Nicht auf diese Art und Weise. Ich glaube nicht, dass du mit 20 so warst wie ich, Bro. Das wäre ein Kompliment, Bro. Cringe, aber schon sehr, sehr cringe. Ich glaube, das wird noch. Auch, dass der seine Freundin nicht alleine in Urlaub fahren lässt oder so. Ja, der hat noch so ein bisschen diese Small Dick Energy. Das ist nicht schlimm. Ich drücke ihm die Daumen, dass er sich noch macht.
Ja, sag ich, wie es ist. Ich drück dem die Daumen. Ich würde mein Leben nicht ändern mit deinen Starbucks, Bro. Ich weiß nicht, wie du dich hier so profilieren möchtest. Und dass der sich noch macht. Der wird noch Mann. Vertraut, der wird noch Mann. Bruder. Dicker, dann muss er eine Kleinwüchsige daten oder so. Keine Ahnung. Oh mein Gott, Bro. Das ist doch meine Präferenz, Bro. Bro. Digga, stellt euch vor, das ist so ein Kriterium, nachdem ihr Frauen bewertet. Die ist ja nicht mal größer als er, Bro. Sorry, dass ich bei einem Format, worum es geht, eine Frau zu bewerten, Frauen bewerte. Ich habe sie nicht mal bewertet, ich habe nur gesagt, sie ist hübsch, aber ein bisschen zu groß für mich. Oh. Wenn die jetzt größer wäre als er und er sagt so, ah, ist nicht so mein Type, okay, check ich irgendwo. Es gibt ja auch Frauen, die sagen, ja, der Typ ist mir zu klein, aber das ist so, das macht so gar keinen Sinn, Digga. Ja, macht gar keinen Sinn, Digga, dass du die nicht so fresh findest, als wären die kleiner. Oh mein Gott, Digga. Ich würde gerne wissen, wie groß er ist. Groß ist. Ich bin 1,80, Bro. Mindestens. Ist okay, weil ich bin noch ein bisschen größer, aber ich mag schon 1,80 so. Ich mag. Ah, ja, er ist so safe 1,79, aber damit er es in die Tinder-Bio schreiben kann, rundet er so auf 1,80. Ich benutze kein Tinder, Bro. Safe, ich bin 1,78 und ich will 1,80 sein. Ich schwöre, safe call, safe call, safe call. Er ist so 2 cm unter 1,80. Schon so. Er ist so 1,78, ja. Er schreibt aber in die Tinder-Bio 1,80 oder er erzählt es auch jedem. Einen halben Kopf gerade. Man merkt wirklich, dass er nicht rausgeht. Wird er mit random Leuten wirklich so reden? Also ich condone kein Violence oder so. Aber sein Arsch wird nicht gut enden. Kleiner oder so. Du darfst auch einmal. Was ist das für ADHS, Bro, bitte? Ganz oberflächlich, einfach nur vom Was ist optisch. Da eigentlich auf dein Hals da so? Was ist das so ein bisschen Spaß? Ich check sogar Content, manchmal ist ADHS lustig, aber der macht die ganze Zeit irgendeine Scheiße, man denkt, ich bin in einem TikTok-Live. Was vom Dreh? Nee, also wenn ich mich gerade nicht mache. Ah, okay, ich check. Sieht ein bisschen aus wie Knutschlecken, ne? Ehrlich jetzt? Ja, ein bisschen. Aber oh, guck mal, er ist halt nicht mal mit ihr zusammen und schon so eifersüchtig. Also ja, Mann, ich bin so eifersüchtig, dass sie einen Spaß gemacht hat, dass sie hier eine rote Stelle hatte und ich dachte, dann hattest du ein bisschen Spaß. Sorry, Bro, wirklich sorry, dass ich einen Witz gemacht habe. Egal, nächstes Mal. Ich kann nichts machen. Anzug, ich bin Alpha-Mail. Nicht Anzug, ich bin nicht Schickimicki. Ausgefallene Schuhe tragen, ich bin cringe und corny. So, okay. So, oh Gott, hattest du schon mal Sex? Red Flag? Ja, genau das habe ich gerade gesagt, Digga. Oh mein Gott, fuck der ab. Ich hab das nicht gesagt. Ey, es ist so kacke. Er freut sich, hat voll gelächelt. Guck mal, wie er das. Er ist so schüchtern, Bruder. Ich finde das so. Ja, ich bin so schüchtern, Bro. Ich bin so schüchtern. Er spielt so diese Rolle. Ich bin so schüchtern, dass ich mit Schuhen komme, die ausgefallen sind zu einem Date vor 100.000 von Menschen, dass ich mit irgendwelchen so Price Tags an meinen Hosen zu so einem Video komme. Ich bin safe, bin ich so schüchtern, Bro. Diese Playboy-Rolle, aber er ist so schüchtern, Bro. Er kann dir gar nicht in die Augen gucken, das ist so geil. Facts, ich kann das gar nicht. Deswegen mache ich das auch hier. Oh mein Gott. Geil. Sehr nett. Süß. Nein, das ist crazy. Ist das zu viel? Sagst du Hände auf? Oh Gott, nein. Er hat richtig Angst. Ja, Mann. Ich hab Angst, Bro. Ich hab Angst, ihre Hände anzufassen. Hätte ich die dann angefasst? Oh, guck mal, der geilt sich jetzt drauf auf. Oh mein Gott, man kann wirklich nichts richtig machen vor diesen. Vor Körperkontakt. Jetzt nicht an, Bro. Ja, Mann, ich hab so Angst vor Körperkontakt. Oh mein Gott. Also Nummer 1 hat auf jeden Fall sehr. Nächstes Mal, ich fang an, mich an die zu reiben oder so. Hell no. Ja, sehr schön. 10 auf 10 wirklich. Aber ist gut, besser als zu touchy zu sein. Das ist so gut. Dann lieber gar nicht, anstatt zu touchy zu über. Hä? Der sagt, ich hab Angst, die zu berühren und dann sagt er. Hä, hey, eigentlich gut, dass er die nicht berührt. Hä? Begriff zu sein. 2 auch fresh, aber ich würde, glaube ich, mit 5 dann plus 2. Boah, die Kombi ist aber auch 10 auf 10. Hella crazy. Wirklich. 2 auch fresh, aber ich würde. Das. Noch nie haben wir hella crazy gesagt. Das mit den Nägeln, mit dem Oberteil finde ich stark. For real finde ich stark. Und sie trägt Goldschmuck. Goldschmuck auch wichtig. Glaube ich, mit 5 dann. Ihr kennt das System. Diese. Ey, ich habe eine Party, du bist auf Gästeliste. Ja. Nummer 1. Fand ich genauso schlimm wie diesen Hamster, diesen Trend. Dieses, wenn sie Clubbesitzer kennt, ist sie eine Sort. Fand ich genau. Was für Hamster-Trend? Oh, bro. Unlustig wie dieses Hamster-Meme gerade. Wenn deine Chaya Clubbesitzer kennt, dann ist sie eine. Dort. Nee, ich kenne keine Clubbesitzer. Okay. Warum ist der Trend unangenehm überhaupt? Okay, interessant. Das waren einfach nur Mädchen, die mir nachgeredet haben. Was ist daran unangenehm? Findest du, Findet der unangenehm, dass Menschen reden, oder die was? Der hat noch sein Preisschild an der Hose, ja. Weil die Hose sehr teuer war wahrscheinlich und der hat sich für Dreh geholt, nach dem Dreh tauscht er die um. Oder ist jetzt Fashion, ich weiß es nicht. Oh mein Gott, guck mal, ihn hat das richtig verletzt. Also ja, Bro, mich hat das verletzt. Ich fand das nicht nur. Guck mal, der Chat, ich sag euch ernst. Natürlich gucke ich schief, wenn Mädchen diesen Trend, also meinen Satz 1:1 nachsprechen können. 2 Monate, nachdem es viral war. Also, das hat wirklich was in ihrem Leben gewirkt, so. Und die Person dahinter nicht kennt, natürlich finde ich das komisch.
Das ist so, als würde man 2 Monate lang einen Song hören und nicht wissen, wer das gemacht hat. So, okay, Bro. Hölle. Von TikTok eigentlich. Also kennst du nur den Sound? Ja. Guck mal. Natürlich finde ich das komisch. Ist richtig, sein Ego ist richtig angekratzt, weil sie nur diesen TikTok-Sound kennt nicht. Ego ist nicht angekratzt, ich fand's nur komisch. Er dachte, er ist jetzt so ein Superstar, weil er so viralen TikTok-Sound gemacht hat. Nee, leider nicht. Ja, genau das habe ich gerade gesagt, indem ich so geguckt habe. Ehrlich, ich kenne das nur von TikTok eigentlich. Also kennst du nur den Sound? Ja. Okay. Geil. Das ist einfach sein TikTok-Trend, sie kennt ihn nicht. Das ist hart. TikTok, lecker meine Eier. Momentan. Hölle, nein. Wer bist du? Kenn ich einen Clubbesitzer? Ja, ein. Niemand hat gefragt. 2 Stück kenne ich. Ich bin der gottverdammte Thought. Ha. Weil du auch eine Chaya bist, Bro. Wenn deine Chaya, nicht wenn dein 30-jähriger Zarbex. Ich bin eine Vollschappe. Oh mein Gott. Ich sag dir ehrlich, Bro, ich bin hier. Ah, scheiß auf Maggie's. Okay. Maggie's ist es ehrlich, nicht mehr. Hübsch. Nicht, stell euch mal vor, euer Vater hat einfach einen Club. Der hat eine richtig gut laufende Clubkette. Ja, hahaha. Ja, Mann. Dann bist du direkt eine Hure. Genau das habe ich gesagt, Chat. Und ihr seid eine Frau. Jansum, du bist eine gottverdammte Hure. Ihr seid einfach eine Thought. Wenn euer Vater einen Club hat, seid ihr einfach eine Thought. Ja, Facts. Genau das habe ich gesagt, Bro. Das ist ja. Warum sagt der Thought? Nicht unbedingt. Du kannst mir eh einmal. Ist ja schlimmer, als was ich gesagt habe. Kürzere Sachen. Er denkt halt legit, die geben direkt Loch, damit die gerade in den Club können. Genau das habe ich gesagt. Oh mein Gott. Ist ja genug, dass sie sich anflirten für so Sachen wie Alkohol. Das ist ja genug. Hä? Und damit assoziiert er das. Wenn eine Frau einen Clubbesitzer kennt, dann gibt die Loch on a regular, damit die. Oder Chat, wenn deine Chai, also deine Freundin, deine Frau, du kommst zu einem Tisch, Restaurant, du bringst sie mit. Dein bester Freund oder irgendjemand da ist ein Clubbesitzer. Deine Frau macht sich an ihn ran, damit sie for free in den Club kommt oder for free Alkohol im Club bekommt. Das reicht doch genug. Der muss nicht mal mit dem, damit du das schlimm findest. Vergünstigt in dieses Unterhaltungsetablissement ein. Eins, wenn das stimmt, das wird doch behindert nerven. Treten kann. Zu hart, wirklich zu hart. So, Euter flashen ist die ultimative Fähigkeit für Free Drinks. Ja, Mann, mit deinem Geek-Arsch, genau das meinte ich. Warte hier und solche Sachen. Jetzt bin ich gespannt, ob hier ehrlich fragt, weil er pleite ist. Guck mal, das Ding ist, ich bin nicht pleite, Zabex, ne? So für dich, nur so. Aber, selbst wenn ich pleite wäre, minus 300 auf dem Konto hätte, okay? Was ist daran jetzt schlimm? Musst du dich jetzt darüber lustig machen oder was? Er hat Angst, dass du so ein Essen mal bezahlen musst. Ja, Mann. Stimmt. Ich hab so Angst davor. Ah, ey, das ist gemein. Ey, das ist fucking gemein, Bro. Deswegen, ne, das Preisschild hängt nicht umsonst an meiner Hose. Eine Frau bin. Der lügt. Theoretisch. Mhm. Würdest du Hälfte der Miete zahlen? Er will, dass sie 100% zahlt. Ja, ich schwöre, er will. Wo hab ich das gesagt? Ich hab grad gesagt, ey, du nervst mich behindert krass, Junge. Oh mein Gott, nervt mich dieser Mann. Ich hab gerade Hälfte gesagt. Wo hab ich 100% gesagt? Dass sie so Miete zahlt und wenn die einkaufen gehen, dann soll sie auch bezahlen und er steht dann so hinter ihr und macht so diese klassische Broke BF-Hack. Macht dann diese klassische Broke-Boyfriend-Umarmung. Er ist der Typ mit der Cap. Oh, Baby, kann ich dir mal sagen? Ja, ja. Genau, ich bin dieser fette Typ mit der Cap. Ich weiß nicht, wer von uns mehr so aussieht. Sie muss dann bezahlen. Ja, genau, Bro, genau. Der eh ausgibt so, weil ich finde das einfach fresher, so altmodisch. Cap. Bruder Cap. Er ist so hart am Mützen. Deswegen geht. Wie bin ich am Capen, wenn ich sage, ich gebe eher aus? Woher weißt du das? Ich gehe auch davon aus, dass mein Girl dann auf mich hört und so wie altmodisch, okay, jetzt nicht mit Frauen schlagen oder so solche Sachen, aber so auf. Und guck der jetzt so schief, Bro. Altmodisch hat auch was mit sowas zu tun. Natürlich ist das nicht okay. Ich habe nicht Frauen schlagen gesagt. Nicht! Aber damals war es so, dass so Männer sowas gemacht haben. Und du hatest immer noch. So wie altmodischer. Mhm. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass mein Girl dann auf mich. Warum guckt der so hässlich, Junge? Mich hört und so wie altmodisch, okay, jetzt nicht mit Frauen schlagen oder so. Oder was? Wieso erwähnt er das so jetzt? Was ist daran so lustig? Wieso betont er das so, dass er das nicht gut findet? Okay, ey, das ist schon mal stark. Das ist ein W, Bruder. Du schlägst keine Frau, das ist schon mal gut. Top. Bist ein Top-Typ. Solche Sachen. Aber so auf Sorg und. Das. Oder da muss ich ehrlich sagen, da habe ich auch kranke Geschichten gehört und vor sowas hatte ich auch immer Angst, ne? Also, bis ich irgendwann mal das Vertrauen zur Person aufgebaut habe, dass ich da wirklich ohne. Keine Frau wollte sich dein Shit in sich reinputten, Bro, bitte. Gummi Raw reingehalten hab, Digga, das ist crazy. Da hatte ich wirklich immer Angst vor. Du hast auch schon oft Geschichten gehört aus dem Umfeld oder generell irgendwie mitbekommen, dass da auch gerne mal morgens die Pille dann aus Versehen ins Klo gespuckt wurde. Also das kommt alles vor. Aber deswegen, ey, Verhütung geht beide Seiten was an. Wenn man sich zum Beispiel darauf einigt, dass die Frau. Du brauchst keine Angst zu haben, Zabex. Das wird niemals passieren für dich. Und die Pille nimmt und beide sind da fein mit, dann muss man sich vertrauen können, weil dann liegt das in der Hand von der Frau. So, wie gesagt, müssen sich beide Seiten darauf einigen, wenn die Frau die Pille nicht nehmen will, was ihr gutes Recht ist, um Gottes Willen, dann muss man halt mit Tüte da reinballern. So, checkt ihr? Das heißt. Digga, Philau, sein einziger Freund, hat seine Hände desinfiziert, nachdem er seiner Frau Hand gegeben hat. Es juckt ihn nicht. Und bei dir hatet er, weil du nicht willst, dass sie sich
allein mit fremden Dudes auf Malle zusammen säuft. Ja, guck, das ist einfach so eklig. Der wird dann sagen jetzt, wenn er das lesen würde, der wird sagen, Bro, ich und Philo machen immer solche Jokes. Also machst du mit deinem Freund solche frauenfeindlichen Jokes, dass man sich die Hand desinfiziert, dann lustig, oder wie? Das ist halt das Ding, aber auch so, ich habe so viele Stories gehört, Chat, ihr wisst gar nicht, One-Night-Stands, die da direkt ohne Gummi reingepimpert haben und so, ey, das wird... Oh mein Gott, ha, wow, wow, schon wieder diese neuesten Facts, wenn man ohne Gummi smasht beim One-Night-Stand und dann noch so eine Scheiße passiert, damn, hätte sich niemand gedacht, wirklich, niemand ist wirklich jemals auf die Idee gekommen, dass das schief gehen könnte. Ich in meinem Leben niemals machen. Niemals machen. Das ist so, stellt euch vor, das ist für das Kind scheiße, das ist dann für mich scheiße, wenn ich da ein Leben lang zahlen muss. Ja. Obwohl ich jetzt, glaube ich, auch nicht solche Gene habe, dass man sagt, so, ey, das wollen jetzt, das muss jetzt unbedingt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Benutzt werden, um die zu vermehren und Nachwuchs zu zeugen. Ich glaube, da können sich die hiesige Otto-Normalverbraucherfrau auf jeden Fall jemanden mit besseren. Ich hätte gemacht, erstmal so ein Dummy, Bro. Mit besseren, sag ich mal, genetischen Voraussetzungen suchen. Guck, wärst du Zabex für? Ne? Ich habe mal einen wilden Take gehört, das habe ich bis heute, ich weiß nicht mehr, wo ich den gehört habe, aber ich habe mal einen wilden Take gehört, ich glaube bestimmt auf TikTok oder so, da hat mal eine gesagt, wenn Männer auf rasierte Frauen stehen, dann sind die pädophil, weil man das dann mit einem Kind verbindet, weil Kinder keine Haare haben. Ich glaube, das... Oh mein Gott! Sagt der gerade, ich bin pädophil, weil ich Beinhaare an Mädchen unattraktiv finde? Oh mein Gott. Also wie gesagt, ich mag es auch gerne, wenn weniger Haare und ich muss jetzt auch, wie gesagt, kein fucking Buschwerk vor mir haben. Oder aber wen juckt's, hä? Bro, im Winter? Ja, wen juckt's, hä? Manchmal, ich f*** auch Jungs. Digga, da hätte ich als Frau auch keinen Bock mehr, jeden Tag die Beine clean zu rasieren. So, hä, juckt doch nicht, wenn da ein paar Haare sind, Digga. Also, ja, Mann, Chat. Sapp bei mir rein, ich akzeptiere jeden, ihr seid die Besten. Meine Freundin müsste jetzt nicht unbedingt einen Schnurrbart haben oder so, ich glaube, das... Was? Wäre jetzt auch nicht mein Type, sag ich mal. Es sei denn, sie will das rocken und sie ist damit happy, dann go for it, girl, aber... Ja, wichtig, finde ich auch. Also es ist schon wichtig, dass beide an ihren Zielen arbeiten. Ey, so mit einem Hänger oder mit einer Hängerin zusammen zu sein. Ey, es gibt nichts Schlimmes, Digga. Es gibt nichts Schlimmeres. Wenn du ständig jemanden mitcarryen musst. Ja. So, ey, man hilft sich in schweren Zeiten. Wie wär's mal mit Gym-Hitten, Bro, wenn du hier über Hänger redest? Oh, ich würde auch immer, ich weiß, dass Julia mich immer unterstützen würde, wenn es bei mir mal kacke laufen würde. Damn, shoutout an Julia, die Ehrenfrau, die ich disrespekten lasse von Philo. Shoutout an sie. Julia unterstützt, wenn es bei ihr mal kacke läuft oder so. Oh, du wirst deine Frau unterstützen? Damn, was näher. Carry man auch. Aber ey, ich glaube, es ist, also es gibt nichts, was einen mehr runterzieht und anstrengender ist, als jemand, der so gar keinen Bock auf irgendwas hat, der sich nur durchcarryen lässt und so. Das ist schon, man muss schon am selben Strang ziehen. So mit so einem Anker zusammen zu sein, das ist kacke. Und da muss man dann auch irgendwann sagen. Ja, Facts. Sagen, ey, guck mal, entweder so du raffst dich jetzt oder für mich ist das Ding hier durch. Finde ich. Finde ich. Er findet's. Ich studiere Jura. Hä? Das ist halt eine Frau, die Ziele hat, oder? Das ist so eine. Facts, das ist eine Frau, die. Hustler. So eine. Grown-ass-Frau, die einfach Ziele hat. Grown-ass-Frau, Chat. Er sagt, ja, die will irgendwann ein Haus haben, die hat so Ziele. Ja, das ist eine Red Flag raus. Bruder, was ist... Ich habe gefragt, was erwünschst du dir von deinem Mann? Sie sagt, ich erwünschte von meinem Mann, dass er mir ein Haus holt. Er sagt, das ist eine Hustlerin. Was? Hä? Lass einmal nach vorne kommen. Ist er dumm? Ist er dumm, Chat? Sag dir jetzt schon mal. Hast einen Fehler gemacht. Ist er dumm, Chat? Das ist crazy. Ein sehr hübsches Mädchen. Dankeschön. Hallo. Ja, die ist hübsch. Die ist hübsch. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er hat gesagt, dass sie hübsch ist? Oh, sexualisiert er sie gerade? Er wird sie auch, glaube ich, grapen. Hallo. Oh. Bruder, er muss gerade so an seine Oma denken, damit er keinen Ständer kriegt. Wirklich, Bro, ich habe noch nie, also Shoutout an sie, sie ist wirklich hübsch, aber ich habe wirklich noch nie ein Mädchen gesehen, die einfach wie eine Blondine aussieht, wie alle Blondinen aussehen. Und ja, ich muss an meine Oma denken tatsächlich, damit ich nicht von einer Blondine einen Ständer bekomme, die mir Hallo sagt. Krass. Oh nein. Krass. Wie alt bist du? 20. Snappt ihr mit denen, sag mal. Nummer 1? Bruder, er sagt, habt ihr Snapchat? Er sagt, snappt ihr mit Jungs? Oh mein Gott, das schreit so nach Small Dick Energy. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Bruder, das ist eine Frage. Bro, du klingst gerade literally wie ein Mädchen, Bro. Literarisch. Kannst du selbst mit 20 nicht mehr stellen. Bro, Snapchat im Jahr 2024 finde ich über cringe. Noch cringer ist es, danach zu fragen. Oh mein Gott. Er sagt, warum frage ich, ob sie auf Snap mit Leuten snappen, mit Typen und so. Und dann sagt er direkt im nächsten Satz, er findet es selber wack. Ob Mädels mit Jungs snapchatten, weil das Ego das nicht verkraftet. Das ist hart. Genau deswegen, Bro. Der wird auch sauer wahrscheinlich, wenn seine Freundin auf Instagram ein Bild von irgendeinem anderen Typen liked. Facts, weil man das auch verfolgen könnte. Also das ist crazy. Also hast du Jungsfreunde? Ja. Mhm. Okay. Und denkst du, die wollen nichts mit dir haben? Nee. Sicher? Ja, ich kenne dich. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh. Ey, du kleiner Dreckiger. Du kleiner
ekliger. Erstmal dusch dich, Bro. Und zweitens, du willst jetzt sehen, Bro. Ey, ich habe meine Beziehung mein Leben lang falsch gelebt. Es wird Zeit, was zu ändern. Es wird Zeit, was zu ändern. Hallo, bin live. Ich möchte bitte, dass du in Zukunft den Kontakt mit deinem Vater abbrichst, weil der Vater ist ein Mann und das möchte ich nicht. Mhm. Super, schön, dass wir drüber geredet haben. Sein Chat lacht, ne? Na, Aluhut auf? Nee. Okay, weil lass mal ein bisschen Luft an deinem Gehirn vielleicht mal ran, ja? Ich bin der Mann und ich befehle dir das. Seine Frau. Guck mal, wie sie mit ihm umgeht, Bro. Bro, diese P-Talks, über die du dich lustig machst, Bro. Schau die mal auf, korrekt. Wäre wirklich gut für dich. Sehr gut. Ich glaube, die hat die Message verstanden. Boah, Digga, das ist gerade echt hart zu gucken. So, ich habe da ein paar Feelings entwickelt, so. Ich weiß nicht. Ich wollte das einfach mal... Wahrscheinlich. Oh, er macht sich richtig Hoffnung. Okay. Oh nein, Ole! Okay. Was hast du getrunken, Inga? Alles gut, wir sprechen nachher. Oh. Merkt er jetzt langsam, wie dumm seine Aussagen sind, oder wie? Oh, Ole! Bro, Ola macht sich richtig hübsch, der hat schon so richtig geil Restaurant-Tisch reserviert. Denkst du, ja, Mann, endlich. Und sie playt ihn einfach nur. Fuck. 07 an Ola an der Stelle, das arme Schwein. Der hat schon zu seiner Mutter erzählt, Mama, endlich. Endlich. Ich werde es dir vorstellen heute Abend. Ja, hä? Ja, okay. Alles klar, ne? Ja, ciao. Ciao. Ich sag, hätte sie weitergemacht? Der war so glücklich. Ja, Ola hat sich wirklich gefreut, das muss ich zugeben. Ola hat sich... Jetzt gibt er zu. Bist du jetzt dieser Lil Bro von mir jetzt, weil ich dir Point geproved hab, oder wie? Ich bin wirklich gefreut. Ole hätte nicht... Oder bist du jetzt der Grown-Ass-Man? Nein, gesagt, Ted. Ole wurde verarscht. Mit Ole wurde gespielt, seine Gefühle wurden gebrochen. Ole wurde zerbrochen wie ein... Ole wurde nicht verarscht. Das Mädchen wurde verarscht. Das Mädchen dachte, Ole ist ihr bester Freund. Ole will f***en, bro. Ole ist jetzt Villain. Ole ist nach dem Anruf ist er ein Fuckboy geworden. Ich glaube, Ole ist nach dem Anruf geworden wie Bachelor-Baby. Ruf nochmal an und sagst du jetzt, nein, wirklich Spaß beiseite auf dich. Ich will das rausfinden jetzt. Sag das heute Abend bitte darüber reden. Oh, das ist so asozial, ne? Das ist so asozial, wie sie Ole ficken, bro. What the fuck? Ey, ohne Scheiß, ich bin da voll bei Ole. Echt? Spaß beiseite. Ich mein's wirklich ernst und so. Ja. Ey, Ole, aber wirklich Spaß. Er ist auf der Seite von dem Fake-Friend, bro. Auf der Seite können wir mal vielleicht heute Abend reden oder so. Worüber denn? Ja, über uns. Vielleicht mal. Ja, also, ja, denke ich, kann man hinbekommen. Oh, Ole playt das gut, aber Ole playt das gut. Er versucht ruhig zu bleiben. Er macht das gut. Er macht ein bisschen auf unertastbar. Ich dachte, du bist ein Kunde. Ne, ich bin doch nicht gefahren. Ne, warum das? Ne, mir ging's nicht so gut. Okay. Ja, okay. Er ist schon ein bisschen Red Flag, dass sie das macht. Der arme Ole. Ey, ohne Scheiß, so fickst du den Homie nicht von dir. Das machst du nicht mit dem Homie, Bruder. Das ist nicht ihr Homie. Oh, Safe-Comment haben wir standen. Okay. Jo, alles klar, ne? Ciao. Ciao, okay. Ey, ich schwör, Ole wurde so bloßgestellt. Ole wurde zum Hund gemacht gerade. Ey, der chillt irgendwo auf der Arbeit oder so, oder Shisha-Bar oder whatever, der denkt sich nichts Böses, er vertraut ihr so, die sind schon so seit Jahren befreundet. Vielleicht hat er ein paar Feelings, so kann ja sein. Und Ole wurde einfach von ihr zum Hund gemacht, Digga. Jetzt, dass Sedo mir recht gibt, gibt er mir auch recht, weil jetzt, dass Sedo mich so gedingst hat, gecosigned hat, kann er mich jetzt auch so mäßig, Bech hatte doch recht, weil Sedo das gemacht hat. Hätte Sedo gesagt, ey, voll ehrenlos, hätte Zabex dann gesagt, Bachelor, was ein Ehrenloser. Bro, hast du ein Gehirn oder so? So, du hast schon einen großen Kopf, so, ich sag's schon ehrlich, Bro, komm, wir können ein bisschen mal reinzoomen. Du hast schon einen riesigen Kopf, Bro. Aber ist da auch was drin, so frage ich mich, auf korrekt. Kannst du auch alleine denken. Okay, Mann, Digga, dieses darf man einen Freund und eine Freundin in Beziehung haben, es ist so cringe. Also, guck mal, pass auf, ich gebe euch jetzt meinen Hot-Take dazu, ja. Ich hab nicht gesagt, dass sie das nicht darf. Ich hab gesagt, dass es oft in die Hose geht. Ich jetzt meinen Hot-Take. Mir ist es völlig egal, wenn du... Und ich hab's bewiesen hier. Das ist nix scripted oder so. Jetzt irgendeinen... Also, die hat ja auch Freunde irgendwie durch die Arbeit und so, aber hätte Julia jetzt irgendwie einen Homie und die würde nach der Arbeit, was weiß ich, noch mit dem irgendwas machen oder so, ich glaube, das wäre mir wirklich legit völlig egal. Natürlich ist dir legit, Bro. Du hast gerade deine Frau gecallt, der hat gesagt, dass du dein Lappen bist, hat aufgelegt, Bro. Natürlich ist dir das egal, Bro. Ja, völlig so, das ist... Wird deine Frau neben dir kacken, Bro, du wirst so lachen oder so. Hey, Chat, die kackt neben mir. Da würde ich auch nicht, hätte ich auch keine Angst oder so. Ich glaube, das Einzige, wo es nachher weird wird, wenn Julia zum Beispiel den mehr treffen würde als mich oder sie mit dem mehr chillen würde als mit mir, dann würde ich mal so nachfragen, ey, ist bei uns alles gut, so einen auf den. Aber ich finde... Aber wenn ich sag, oh, mit besten Freund ist komisch, dann ist es schlimm. Aber so, wenn bei dir so beste Freund, dann doch irgendwie nicht cool, bester Freund. Das ist so cringe, dass man Angst davor hat, dass die Freundin oder der Freund einen besten Freund oder eine beste Freundin hat. Checkt ihr? Nee, würde nicht alleine mit dem irgendwo hingehen. Ja, es geht aber darum, ich hätte kein Problem damit, wenn du es machst. Checkst du? Man, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel mit fucking, was weiß ich, wenn du jetzt nach der Arbeit mit AJ noch eine Shisha rauchen gehst oder so. Checkst du, was ich meine? Da hätte ich kein Problem mit. Oder wenn du jetzt mit dem, was weiß ich. AJ hat gepiped, Chat. In die Stadt was essen gehst, Mittagspause. W.A.J. Oder keine Ahnung. Na. Richtig, auf Ernst, so richtig. Jetzt gibt seine Frau sich eine Meinung über Bachelor Baby ab, Bro. Hölle, na. Auf Ernst, besten Freund oder
aber auf Ernst, so eine richtig beste Freundin zu haben, ist immer weird. Würde sich stören, wenn ich so eine richtig gute Freundin hätte? Also wenn die wirklich eine gute Freundin ist und lieb zu dir ist und so, aber die sind dann auch oft so, oh, jetzt komm mal, jetzt reden wir mal, oh, wenn du dem wehtust, dann... Ja, so check ich. Sachen. Ja, es kommt halt drauf an, wie... Mit zusammen? Und wenn also ich glaube... Das hatte ich schon mal und das fand ich giga weird. Ich denke immer so, what? Giga weird. Ich will nicht wissen, wie seine Frau aussieht. Also, ich glaube, das würde ich nicht... Giga weird. Michaela Testa hat es nie gesagt. Also ich glaube, selbst wenn ich jetzt so eine beste Freundin hätte oder so, ich glaube, aber auch von mir aus würde ich mich nicht so mit der alleine treffen oder so, damit der so alleine essen geht oder so bei der zu Hause chillen. Nee, das würde ich auch nicht machen. Aber also wenn du jetzt, es geht ja darum, ob man das so, ich würde es halt nicht verbieten, so checkst du? Also du würdest nicht machen, du findest auch verwerflich, weil warum solltest du sonst nicht machen? Aber wenn ich das ausspreche, dann ist es natürlich respektlos. Aber wenn du sagst, ist voll normal. Nein. Ja, aber es geht. Das habe ich tatsächlich gesagt. Ja, es geht ja jetzt, ja, check ich safe. Also umgekehrt ja genauso. Es geht bloß darum. Wofür wurde ich jetzt geclownt? Also keine Ahnung, wenn du jetzt auf Ernst zu mir kommen würdest und mir sagen würdest, ja, ich verbiete dich mit der zu treffen, so, das würde ich halt über weird finden. Ich würde das nie verbieten, aber ich glaube, ich würde lachen dann auch ein bisschen. Stell dir vor, ich würde zu dir sagen, yo, ich verbiete dir jetzt in der Mittagspause mit dem Essen zu gehen. Ja, nein, du akzeptierst das, weil ich dir befohlen habe und ich der Mann bin. Es geht ja darum. Vor tausenden von Leuten live sagt seiner Frau zu ihm, nachdem sie in seinen Stream stürmt, halt mal kurz dein Maul. Du hast auf jeden Fall die richtige ausgesucht, Zabex. Die respektiert dich behindert krass. Dass ich sage, dass ich das von mir aus sage, dass ich das jetzt sage, also dass ich das... Und darüber jetzt zu lachen und jetzt in die Leere zu starren, nachdem du disrespected wirst, und nicht sagst, ey, wie redest du eigentlich mit mir, was laberst du, du kommst in meinen Stream rein, unterbrichst meinen Stream und dann sagst du mir, ich soll die Fresse halten, wahrscheinlich bezahlt er auch noch die Miete und sonst was. Er lacht, guck in die, starrt in die Leere. Du tust mir leid, Bro. Aber wenigstens hast du ein bisschen Erfolg hier online. So auf den. Die offene Seite. Okay, er fragt basically gerade, offene Beziehung, aber nur für ihn ist offen, er darf poppen, wen er will, aber die Frau muss ihm treu bleiben. Okay, diese Frage kann er ruhig haten von mir aus, ist auch ein bisschen dumm. Aber ich wollte die nicht stellen, weil es macht keinen Sinn für mich, weil ich würde nicht akzeptieren, dass meine Frau mit anderen Typen was hat. Aber Sado meinte, wenn du schon nach Dreier gefragt hast, frag mal offene Beziehung. Ich meinte so, aber das will ich nicht mal machen. Sagt so, doch, frag, das Video wird dann cooler. Ich glaube, bis jetzt die schlimmste Folge, Digga. Ich glaube, bis jetzt for real der größte... Ja, wirklich, die schlimmste Folge. Ich habe gefragt, ob die Beinhaare haben. Ich habe das nicht kommentiert, wenn die gehabt hätten, aber anscheinend hatten alle keine Beinhaare. Ich habe gefragt, ob die Menschen ausnutzen für Geld. Schlimm. Schlimme Frage. Ich habe die gefragt, wie viel soll ein Mann verdienen? Schlimme Frage. Elgast. So, um einfach mal seinen Move zu machen? Das ist ehrlich. Das ist ehrlich wild. Also, kann ich nur mal eins ohne Jacke sehen? Digga. Das ist so krass, ne? Was ist denn krass? Ist es jetzt verwerflich, wenn man so auch auf so Körper achtet? Oder... So, weil ich merke, so auf deinen Körper achtest du jetzt nicht so, du scheißt ein bisschen drauf. Ja, bei dir ist das so verwerflich, aber keine Ahnung. Für mich ist jetzt nichts Verwerfliches dran. Ich sag's, wie es ist, der Style mit den Nägeln ist überfresh. Mich doch nicht, okay, gut. Hallo, was geht? Was geht? Alles gut? 23. Doch nicht, okay, gut. Hallo, was geht? Was geht, Bruder? Was ist das für ein Blick, Bruder? Was, also... Oh mein Gott. Er nennt mich Jungfrau. Sorry. Also die Augen sind hier, Kollege Schlittschuh, ne? Kollege, die Augen sind hier oben, ne? Nicht hier unten. Der wird ja fuchsteufelswild, Bruder. Ja, man merkt, ich fange an zu tweaken. Meint ihr, was da zu Hause abging, als der wieder zu Hause war? Das kann der gar nicht, Nein, ich wichse nicht, Bro. Das kann der gar nicht kompensieren. Die geballte Ladung Frau, die er hier bei diesem Dreh gesehen hat. Das ist, was er noch nie der echte Frau gesehen hat. Alles gut. Ich glaube, wie lange der auch guckt. Ich glaube nicht. Guck. Hallo, was geht? Ich mach Timer, pass auf, ab jetzt, ich mach Timer. Warte. Wie kann man so ein Geek sein? Zabex. Ich gebe dir meinen Twitch-Account, wenn deine Chaya fresher ist als meine jetzt. Warte, wir machen kurz Timer. Wo ist das? Das hasse ich bei iPhone. Hier. Was geht da? Alles gut? 23. Bruder, er hat 2 Sekunden und 2 Sekunden, fast 3 Sekunden hat er geguckt, hat er gegafft. Wie nennt man das? 2 Sekunden, 45 Millisekunden. Okay, ich habe 2 Sekunden auf ihre mit Klamotten angeguckt. Wie heißt du? Lisa. Hast du ja gerade gelesen. Stimmt. Wie findest du ihn? Rein oberflächlich. Würdest du sagen, so, ich bin zu klein, so? Also, ich liebe Locken. Aber hat er gesagt, er ist zu klein. Oh, ey, der ist wirklich insecure wegen seiner Größe. Deswegen sagt er auch die ganzen Frauen. Ja, ich bin insecure, über 1,80 groß zu sein. Weil ich bin ja so klein. Frauen sind ihm zu groß. Er sagt, der ist 1,70, Frauen sind ihm zu groß. Der ist so insecure.
Das Mädchen, was ich gerade date zurzeit, Zabex, ist einen ganzen Kopf kleiner als ich und sie ist eine normal große Frau. Das hier sind Mädchen, die sind nichts gegen deren Größe. So können die können von mir aus auch 3 Meter groß sein. Ist ja nicht schlimm. Aber die sind halt keine normal großen Mädchen. Die sind riesig. Diese Mädchen hier sind riesig. Das ist der Punkt, wo ich sage, er ist keine 1,80 groß, er ist safe 1,78 oder so, er ist ein Short-Ass-Man und er schreibt aber in seine Tinder-Bio 1,80. Ist 1,78 ein Short-Ass-Man, Sabex? Er ist 1,76, sage ich. Geil. Ich bin 1,85, steht sogar beim Ausweis. Real Talk. Mein Ausweis steht tatsächlich 1,83, Bro. Ich habe die Folge nicht so richtig verfolgt, aber ist ihm das, ist der so, dass das... Ja, das ist... Hey, geil, dass deine Frau über mich so verfolgt, alles, was ich mache und so über mich jetzt urteilt und ich ihr so wichtig bin, dass sie in deinem Stream reinplatzt, um ihre Meinung zu mir abzugeben. Ja, das ist übel der Cringe-Lord. Das ist einer aus dieser Jasper-Bubble, der damals so... Interessant. Der damals so sich übel homophob geäußert hat in dieser Cringe-Diskussion mit Felix, okay. Wo Felix sie eingeschult hat. Eigentlich so, das haben wir analysiert, das ist eigentlich so ein ganz... Also der hat ein ganz so kleines Ego, der ist so voll, der hat gar kein Selbstwertgefühl. Er spielt aber so diese Rolle dieser, boah, hier keine Frauen und so weiter. Weißt du? So. Ja, so einer ist der. Und, weißt du, ich hab das grad nicht und er sagt, was bin ich für einer? So kleines Ego, der ist so voll, der hat gar kein Selbstwertgefühl. Er spielt aber so diese Rolle dieser, boah, ich respektiere keine Frauen und so. Ja, Facts. Ich respektiere keine Frauen. Habt ihr gemerkt, jetzt zum Beispiel in diesem Video, ich habe alle disrespected. So, weißt du? So. Ja, so einer, ja. Ach so, okay, ich verstehe. So wie AJ. Ah ja, so einer ist der. Und er sagt immer so, ja, Frauen sind mir zu groß, aber ich glaube, das resultiert daraus, weil er so eine Short-Dick-Energy hat. Was sagt er denn dann jedes Mal, hör, die sind so groß? Warum redest du die ganze Zeit immer mein Ass, Bro? Hä, macht, wenn ich das nicht ansprechen würde, dann würde er es gar nicht auffallen, weil er ist genauso groß wie Seth, das fällt doch gar nicht auf. Er ist so ein Typ, er ist so 1,77 groß, er schreibt aber... Mhm, ja. An seine Tinder-Bio 1,80, so ein Typ. Ja. Auf Vibe ist das. Hä, aber ich finde das, also der wird gar nicht so klein, warum sagt er das immer? Weil er einfach Minderwertigkeitskomplexe hat, für ihn offensichtlich erkennbar. Hä, krass, dass deine Frau mich nicht so klein findet. Du würdest gleich so auffallen. Hast recht. Okay, sie gibt sich so die Meinung über mein Aussehen. Interessant. Interessant. Finale. Okay, was machen wir jetzt? Kommt die hier runter, oder? Du kannst entscheiden, wie dein Finale aussieht, weil ich muss eh kurz auf Klo. Was auch was? Ja, okay. Müsstest kurz klären. Also geht das jetzt weiter, oder wie? Okay, dann kommen wir raus. Ja, die ist bad. War auch groß, was sagst du? Größer, auch groß. Guck mal, sie ist größer als er. Geil. Oh. Warum ist das jetzt geil? Oh, Bruder, die Nacht hat er nicht geschlafen. Das wird so an seinem Ego gekratzt haben. Die Nacht hat er nicht geschlafen. Er hat sich direkt so neue Schuhe bestellt. Ich habe tatsächlich mit meiner Chaya in der Nacht geschlafen, Bro. Die einen Kopf kleiner ist als ich. Und die sehr bad ist, Bro. Wie Holz. Und die zu mir nicht halt die Fresse sagt, Bro. Holzmichel. Der hat sich so die Schuhe von Holzmichel bestellt. Mit so einer hohen. Und wenn sie mich während dem Stream anruft, dann sage ich der, ich bin live. Und die legt direkt auf, Bro. Und Sohle, dass er noch ein paar Zentimeter rausholen kann. Komm mal raus. Er muss ja kleinwüchsige Date, Bro. Ich glaube, sonst wird er nicht glücklich. Ja, fuck. War auch groß. Was sagst du so? Wir sind gleich. Nein, du bist sogar größer als ich. Na, das ist crazy. Setup, das war ein Setup. Warum holst du größere Mädchen? Okay, ja, Digga, was soll er da hinstellen? Gartenzwerge, sag mal, Bruder. Also, wenn Sedo mir 1,88 große Mädchen bringt und ich sag, warum sind die größer als ich? Ich feier das gar nicht, Sedo. Obwohl in dem Format darum geht, dass er. Sedo hat ja auch gefragt, was sein Type ist. Und ich frage so, warum holst du größere Mädchen? Das ist nicht mein Type. Dann ist es schlimm, dann muss ich Zwerge mögen. Ja, auf jeden Fall. Wie alt bist du? Ich bin 21, oder? 20. Ja, ich bin zufrieden. Guck mal, wie schüchtern er ist, Bruder. Er will so gern, ich liebe das, er will so gern Player sein, aber er ist so schüchtern, er kann... Ich bin so schüchtern, dass ich nicht ein Mädchen klären will, die größer ist als ich. Und einfach warte, bis das Video endet hier. Ich bin auch nochmal schüchtern. Er kann ja gar nicht in die Augen gucken. Er dreht sich so weg von ihr, weil er kann nicht mit Frauen sprechen. Ich liebe das. Ich kann einfach nicht mit Frauen sprechen. Ich liebe alles daran. Wenn man so ein bisschen Körpersprache lesen kann, ist so geil. Guckt ihn euch an. Du kannst voll viele Sachen lesen, Bro, haben wir gemerkt heute. Das ist so richtig, oh Gott, eine Frau in unmittelbarer Nähe. Mein Verstand funktioniert nicht mehr. Auf jeden Fall. Wie alt bist du? Ich bin 21, oder? Wie findest du eigentlich meine Brille so? Sorry, dass ich eine Brille angezogen habe, aus Spaß. Es tut mir leid. Ich hatte die auch hier irgendwo am Anfang im Video drin, ne? Wix live, viel schlauer. Also nicht. Oh, tschüss. Seid zivil, du Mann? Hast du Abitur? Ja, oder? Fachabi. Fachabi? Ja, so reicht auch. Für Abi hat es bei mir nicht gereicht, aber braucht ihr auch nicht. Du meinst gerade, ich bin schlau, ich habe Abitur. Bin ich schon. Ja, okay, Fred. Oh, Bruder, wollte er so auf Krawall flirten? Was versucht er, ey? Ich schwöre, der hat noch nie mit einer Frau geredet, Bruder. Wieso gibt er sich so komisch? Du kannst doch nicht so einen Charakter spielen und dann so shy werden, wenn dir eine Frau gegenübersteht. Das geht nicht, Digga. Das kannst du nicht machen. Ja, du meinst gerade, ich bin schlau, ich habe Abitur. Bin ich schon. Deine Chat hat gerade gesagt, du sollst deine Fresse halten, Bro. Ja, okay, Fresh. Gib mir die zurück. Ich will die. Ja, ich schwöre. Boah, ich schwöre auf meine Mutter, ich habe noch nie so eine unangenehme Folge gesehen, ne? Ich kenne wirklich jede Blind Date-Folge, ich habe noch nie so eine unangenehme Folge gesehen. Ich habe Deadass Gänsehaut. Er hat keine Gänsehaut, Bruder. Ich habe Deadass Gänsehaut, Bruder.
Ich hab in meiner Folge, wo ich bei Software war, ich habe nur über Scheiße und sich Vollkacken geredet und ich hab mehr gerissen als der Atze, ernst. Atze? Er guckt dir gar nicht in die Augen. Nein, er kann dir nicht in die Augen gucken. Er guckt immer so. Warum juckt das deine Frau so sehr? Will sie, was will sie jetzt? Will sie, dass ich ihr in die Augen gucke, oder? Was möchte sie? Sag mal deine Frau, ich möchte das nicht. Ja, er guckt auf den Boden, er kann ihr nicht in die Augen gucken, weil er zu scheiße ist. Aber das ist halt so fatal, weil er so... Warum sagt er denn als erstes, wenn sie rauskommt, nicht, hey, du siehst hübsch aus? Weil er nicht, er kann nicht mit Frauen reden. Habe ich! Ich hab doch gesagt, du bist hübsch oder fresh, weiß nicht mal, was ich gesagt habe. Aber habe ich. Oh Mann, du bist voll groß, oh Mann, er kann, froh. Er kann nicht mit echt... Hä? Natürlich sage ich das, weil ich das nicht erwartet hab. Hä? Mit Frauen reden. Sag ich doch nicht als ersten Satz, dass sie riesig ist. Der hätte sich vor dem Dreh, hätte er sich die Perücke aufsetzen sollen. Das ist so, ey, das ist so unangenehm, wenn Leute denken, man will jede Frau klären. Legit, aus diesem ganzen Video, kein Mädchen, die hier rauskam, außer die erste. Und die erste war schon too much für mich. So, die war für mich zu thick. Kein Mädchen aus dieser Folge, okay, viele waren hübsch drin, aber nicht so für mich auf denen. So, kein Mädchen da drin würde ich auf Ernst klären wollen, weil die nicht so meins sind. Er hat bestimmt eine halbe Stunde, bevor er hingefahren ist, nach Köln, hat er sich so, ja, Zabex, ich kann besser f***en als du, Bro. Ja, safe, der hat sich so YouTube-Riss-Tutorials angeguckt oder von 60 Minuten Sex, wie man küsst, wo er das so zeigt mit so einer Orange. Der ist eigentlich ein ganz netter, der hat einfach irgendwie so... Also deine Frau sagt dir, du sollst die Fresse halten, aber bei mir macht die ganze Zeit so, der sieht doch gar nicht so klein aus, der ist voll groß. Der ist eigentlich voll nett, der ist eigentlich voll... So gedacht, der muss ja irgendwie was beweisen. Na, das ist in erster Linie jemand, der denkt, dass homosexuell sein nicht normal ist. Nee, dann ist er doch nicht so nett. Kannst du mein Fläschchen auffüllen? Aber schau doch seine Frau ist wirklich, glaube ich, korrekt. Er ist nur komisch. Na klar, doch. Ich finde, er hätte einfach sagen sollen, hey, du bist eine hübsche Frau und ich, wenn man da rauskommt, dann ist vielleicht erstmal ein riesen Trampeltier. Du warst Loki auch mit deiner Main da, was erwartet der? die sind natürlich. Ja. Ich finde die sehr hübsch, sehr schöne Haare. Hä, vor allem, die ist doch... Warum willst du sie denn hochheben? Ich so, ich mag so trainieren mit Körper. Wie? Spaß, Junge. Ja, keine Ahnung, ja, dann tausch Nummern aus, oder? Nummern austausch. Ich gehe auf Insta lieber. Insta? Ja, ich gebe nicht so gerne meine Nummer aus. Boah, weil er TikTok-Star ist. Er hat Angst, dass sie nur wegen Fame mit ihm chillen. Oder noch nie so eine unangenehme Folge gesehen. Ich sag's euch, das ist noch nie so eine... Ich glaube, schlimmer wird's nicht, Bro. Jeder, der danach kommt, ist einfach... Es kann legit nicht unsympathischer werden. Das war's mit dieser Folge. Abonniert gerne den Kanal und checkt meinen zweiten Kanal noch aus, denn dort kommen Daily Reactions. Ja, nee. Lass mal nicht machen. Also ja, wie die Folge ankam, seht ihr hier. Warum juckt ihn so sehr, wie die Folge ankam? Hat er mit seinem großen Kopf keine eigene Meinung? Der hat sich sehr oft widersprochen in diesem Video. Der Bre schiebt die Andersfilme, findet alles gar nicht witzig bei den letzten beiden Mädels. Auch nach Dreierfragen, aber nur mit einem anderen Girl. Er gibt mir richtige Bad Vibes und die Mädels dafür schämen, dass sie mit 1,70 zu groß sind, Bro. Die sind so hübsch, diese... Die sind nicht 1,70 groß. Gar nicht deine Liga. Ich habe niemand geschickt. Like. Sedo, bitte lad nie wieder solche Gäste ein. Schlechteste Folge bisher. Ich finde die Folge sehr respektlos. Für mich überraschend, dass du solche Aussagen eine Plattform bietest, Sedo. Und zweitens, nicht Klarstellung zu gewissen Aussagen beziehst. Bin ehrlich, eigentlich lasse ich nur lieber da, aber dieser Typ ist so unangenehm und peinlich. Geil. Kandidatinnen-Pop, Kandidat Vollkatastrophe, ey. Also er hat wirklich Glück gehabt, dass die am Ende Sinn für Humor hatte. Die hat das gut weggetankt, diese respektlose Scheiße von ihm. Real Talk. Wir haben auf jeden Fall jetzt... Wir haben jetzt auf jeden Fall... Okay, seine Frau ist anscheinend auch so ein Schaf. Also... Wo die Horde hingehen, da sind die auch dabei. Okay.